klar. Alles klar, Bibel klar. Wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und es ist kein Ärgernis an ihm und in ihm. Das ist ABC, das ist eine Grundlage, ein Prinzip Gottes. Es muss sichtbar werden, ist Liebe in euch. Die Hölle kann euer Teil werden, wenn ihr Dinge nicht ans Licht bringt. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Christus haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das Blut reinigt, wenn wir lieben, wenn wir echt lieben, wenn wir Gemeinschaft von Herz zu Herz mit aller Aufrichtigkeit pflegen können. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünden bekennen, das hätten sie machen können und das hätten sie machen sollen. Das war die Anforderung der Stunde, um aus dem Übel herauszukommen, um erlöst zu werden, befreit zu werden. So und nur dann ist er, Christus, wiederum treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Die Untugend verschwindet, die Gesinnung verschwindet dort, wo du von Herzen deine Gesinnungen dich bekehrend deutlich stellst, klar ans Licht bringst. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir alle tragen die Last eines Menschseins aus Fleisch und Blut, der Sündenneigungen nur zu gut in seinem Wesen verankert hat. Das ist so. Da kann ich nichts dran ändern. Es ist vorhanden. Und das Schlimmste, dieses pharisäische Wesen. Und solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Matthias, bist du blind? Ja, ich bin blind in mir selber. Ich bin so blind, ich brauche Hilfe von der Augensalbe meines Gottes, um zu sehen, wie ich vor ihm ausschaue, im Geist und in der Wahrheit, ohne Fleck und Runzel, dass es mir sichtbar wird. Aber Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun ihr aber sagt, wir sind selbst, ich füge zu, selbst sehend, bleibt eure Sünde. Selbstgerechtigkeit und dieses in sich stabil bleiben und in sich überzeugt sein von der eigenen Sichtfähigkeit, so wie diese törichten Jungfrauen, wie diese 10 Brüder in sich gemeint haben, nein, das können wir so hantieren. Wisst ihr, sie haben es 22 Jahre lang hantiert und haben ihre Gemeinschaft echter Liebe zertreten und zerbrochen mit jedem Tag und mit jeder Geste und mit jeder Falschheit, wo sie sich selber das Recht herausgenommen hatten, aus ihrem Stolz, aus ihrem Selbstwertgefühl. Das können wir dem Vater niemals die Wahrheit sagen. Damit können wir ihm nicht kommen. Das ist das Peinlichste, das ist das Schlimmste. Ja, oh Mensch, komm doch, mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht, dein Jesus ist dein Licht kommt. Aber wenn du nicht Licht bist, sondern in Finsternis deiner verkehrten Menschlichkeit wandelst, dann wird es dir nicht leuchten. Und der Tag seines Kommens wird für dich schrecklich werden. Das ist logisch, das muss so sein. Und ich bin gekommen in die Welt, ein Licht, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis seines alten Ego-Wesens verhaftet bleibt. Halleluja! Es gibt einen Weg. Es gibt den Licht
Weg, es gibt die Möglichkeit. Und das liegt alles an der Entscheidung meiner Aufrichtigkeit. Und ich bin meinem Gott dankbar für jedes Lichtwerden in meinem Leben, wo er mir zeigen konnte, hier und da sind Sachen, komm, bring es ans Offenbarwerden. Das, was Licht wird, verliert seine finstere Kraft. Und die Bindungen, die ich mir damit eingehandelt habe, die brechen von mir ab in dem Moment, wo ich es zum Licht bringe und mit Reumütigkeit mir ans Herz schlage und eine Wesensveränderung beginnt, wo die Vergebung Jesu wirksam wird und das harte Herz erweicht. Es erweicht. Und ja, das ist das Leben. Da, der glaubt an dieses Licht und an die Wirkung dieses Lichtes. Und dann ist es so beachtenswert, dass Josef in seiner Handhabung mit denen nun brotbettelnden Brüdern, er gibt sich ihnen nicht zu erkennen. Er erkennt sie, aber sie erkennen ihn nicht. Er, Josef, hat eine Veränderung in seinem Leben erfahren, die ihn grundlegend verwandelt hat. Denn was hat er erfahren? Heiligmachung im Elend. Denn genau das ist es, was geschieht dort, wo Menschen mit einem positiven Geist durch ihr kreuztragendes Erdenleben hindurchgehen, die Züchtigung Gottes. Denn welche der Herr lieb hat, die züchtigt er und er geißelt, er schlägt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Seid ihr aber ohne Züchtigung, deren sie alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Ich wage es zu behaupten, dass das trefflich ist anzuwenden auf diese 10 Brüder, die sich mit ihrer Bosheit verschanzt hatten und es auch umgehen konnten, die Züchtigung von Jakob, weil es ja nicht offenbar wurde. Okay, dann haben sie tatsächlich es abwenden können, die Geißelung bei dem Deutlichwerden ihrer Schande. Diese Geißel haben sie sich tunlichst vermieden und sind aber auch unecht geblieben, Unechte. Aber das sollte nicht so bleiben. Aus törichten Jungfrauen sollen noch echte werden. Und das ist darum noch ein extra Kapitel. Nun heißt es, zu unserem Besten werden wir von Gott gezüchtigt. Alle Klugen werden vor ihrer Entrückung gezüchtigt zu ihrem Besten. Warum? Bitte warum, Herr? Damit sie seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und genau das kann nicht geschehen in ungezüchtigten, ungebrochenen, selbststarken Pharisäerwesen. Geht einfach nicht. Du wirst Gottes Heiligkeit fernbleiben. Weil, was sagt er? Ich bin nur nahe denen, die gebrochenen Herzen sind, aber die stabilen und starken in sich selber, denen bin ich so ferne. Gott bleibt dir ferne, Gott bleibt mir ferne. Aber in dem Moment, wo diese Veränderung kommt und ich übereinstimme mit den Werkzeugen Gottes, die mir, meinem Fleisch, so zuwider sind, weil dann möchte ich lieber sagen, ach Herr, keine Peinigung, keine Schmerzen, kein Leid für mich, damit ich bloß nicht irgendwie da durch diesen Zerbruchmechanismus, durch diesen in mir sterben müssen, dass ich da nicht hindurch muss, dann lieber keine Heiligmachung, lieber nicht so viel von deinem heiligen Wesen. Das geht doch nicht, lieber Christ, lieber Mensch, lieber Matthias, du sollst und musst es lieb haben, die Heiligkeit Gottes, das ist nämlich sein Wesen. Und Jesus ist der Ausdruck vollkommenster Heiligkeit. Und wenn ich denn nicht teilhaftig werde und wenn ich sie nicht lieb habe und viel lieber mein altes Wesen beschütze und schirme, dass ich bloß nicht irgendwie zu Schanden werde in irgendeiner Weise, ja, dann
entscheide ich mich für Torheit, für Dummheit. Es ist so dumm, Gottes Wesen zu verachten und sein eigenes Wesen zu schützen, zu behüten, um seiner selbst willen zu leben. Dann kommst du am Ende zu der Tragik einer verschlossenen Tür, wo du bei der Entrückung die Worte hören wirst. Und das ist logisch. Die Worte werden lauten, ich kenne dich nicht. Ich kenne und sehe nicht mein Wesen in deinem Herzen. Aber wie? Du hast doch jahrelang Zeit gehabt, um genau das wiederzuspiegeln, was das Wort, was Jesus uns mir vorgibt. Und wenn er dann sagen muss, zu mir, ich kenne dich nicht, dann ist das etwas, was auch Josef mit seinen Brüdern getan hat. Es war nicht das Endwort. Es war nicht das absolute Ende von der Situation, dass Josef gedacht oder gesagt hat, nun, okay, ich sehe, ihr seid es. Ihr könnt verhungern. Ihr könnt umkommen. Ich interessiere mich nicht mehr weiter für euch, weil ihr habt so viel Übel, gelebtes Übel, so viele Jahre, ihr habt mein Leben sozusagen gestört, zerstört, ihr habt euer Leben mit dem Vater, totale Misere, alles übel, es stinkt, euer Erdenleben stinkt vor Lieblosigkeit. Okay, eure Saat habt ihr gesät, jetzt geht in eure Ernte, da könnt ihr verhungern. Nein, Josef will sich ihnen zu erkennen geben und will ihnen der Erhalter ihres Lebens, der Zaphe nach Paneach werden. Das will er werden, kann es aber nicht, solange nicht die Anforderungen der Gerechtigkeit Gottes erfüllt sind. Und diese Anforderungen, die auch Jesus an törichte Jungfrauen stellen wird, ich will sehen, ob irgendetwas von meinem Geist in euch sichtbar wird.